Der Think Tank Avenir Suisse entwickelt Ideen für die Zukunft der Schweiz. Die neueste Studie aus der Denkfabrik widmet sich der Finanzierung der Hochschulbildung. Um mehr über die Analyse und das System der nachgelagerten Studiengebühren zu erfahren, haben wir der Autorin 5 Fragen gestellt. Kürzlich ist die Diskussion um die Finanzierung von Hochschulausbildungen in der Schweiz neu lanciert worden. Ein Studium lohnt sich finanziell für die Studierenden, weil sie dadurch über 50% mehr Lohn erwirtschaften können als Menschen mit einfacher Berufsausbildung. Davon profitiert auch der Staat durch höhere Steuern. Die Kosten für die Ausbildung werden allerdings nicht mehr durch die Steuern eingespielt, wenn die akademisch gebildeten Menschen nach dem Studium Teilzeit arbeiten. Wir schlagen einen Systemwechsel auf 2 Ebenen vor. Kostendeckende Studiengebühren einerseits, flächendeckende Studiendarlehen andererseits. Diese Studiendarlehen müsste man erst nach dem Studium zurückzahlen, also nach der Aufnahme der Erwerbstätigkeit. Das sind die nachgelagerten Studiengebühren. Dieses Instrument wird bereits in anderen Ländern wie Australien oder Großbritannien erfolgreich eingesetzt. Alle Studierenden würden ein Studiendarlehen vom Staat erhalten. Das ist für die Chancengerechtigkeit. Dieses Darlehen wäre später mit der nachgelagerten Studiengebühr zurückzuzahlen. Dies aber erst, wenn eine bestimmte Einkommensschwelle überschritten wird. Die Rückzahlungsrate wäre einkommensabhängig. Wer viel verdient, bezahlt die Kosten seines Studiums schneller zurück. Wer trotz Studium wenig oder nichts verdient, wird nicht zusätzlich belastet. In einer Simulation zeigen wir, dass in diesem Modell auch Hochschulabsolventen mit verhältnismäßig tiefen Löhnen die Studienkosten noch vor der Pensionierung tilgen könnten. Wer Teilzeit arbeitet oder wegen Elternpflichten in kleineren Pensen tätig ist, würde die Ausbildungskosten auch mit unserem Modell nicht vollständig zurückzahlen. Wie die Rückzahlungsmodalitäten im Detail ausgestaltet würden, müsste politisch verhandelt werden. Finanzpolitisch und aus Sicht der Chancengerechtigkeit erfüllen nachgelagerte Studiengebühren den Zweck, eine verursachergerechte Finanzierung der Hochschulbildung zu fördern. Nachgelagerte Studiengebühren sind praktisch machbar. Allerdings muss die Ausgestaltung des Systems wohl überlegt sein, um einen möglichst hohen Rückzahlungsanteil zu sichern.